Geil. La 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 la. Vollkommen ungefährlich. Okay, gut. Ich wäre aber gerne ein Assassine, wenn du mich recht verstehst. Also, ich würde gerne mitmachen. Habe ich die Option wirklich? Ne, schade. Okay. Alles klar, hast mal so ein Minigame hier. Lustig. Flup. Und. Flup, flup. Hä? Ich darf also nicht zu lange auf diesen Wellen bleiben. Alles klar, flup. Ah, nee, die werden ab und zu mal farbig. Oh, das war ja. Ah, Mist. Oh. Okay, wir konzentrieren uns jetzt wieder. Lalala, wir konzentrieren uns jetzt wieder. Konzentration, das Ding. Flup, flup, flup. Zugriff gewährt. Extraktion erfolgreich. Schutzprotokolle werden umgangen. Verbindung erfolgreich. Müssen wir das bei allen Dingen jetzt machen? An Melanie LeMay, Cameron, Karen, Chloe, Lisney, Christopher Darby, Evan Dean. Von Oliver Gowray. Nö, keine Ahnung. Salut. Wie die meisten von Ihnen wissen, nehme ich vom 15. bis zum 17. am Aktionärstreffen in Chicago teil. Der Vorstand will unseren Fortschritt bei der Kenway-Linie begutachten. Die wenigen Daten, die wir bisher gesammelt haben, sind unglaublich und wir rechnen mit noch aufregenderen Funden in der nahen Zukunft. Die Ereignisse und Menschen, die wir bisher gesehen haben, bestimmen uns zuversichtlich, dass die vollständige Erfahrung einer der aufrüttelndsten Entdeckungen aller Zeiten über Piraten sein wird. Es fordert einiges an Arbeit, die Daten von allen Anstößigen der Geheimen zu säubern. Aber wir haben bereits jetzt unglaublich vielversprechendes Material beisammen. Moment. Blub, 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 blub. Alter, nee, das kannst du vergessen, soll ich das alles lesen? Moment, hier mal so ein bisschen gucken. Was ist das denn? Das wäre geil, bei den Pyramiden noch eins. In der Arktis noch ein Tempel. Alter, das wäre so geil. Hoho, krass. Also, das ist ja sowieso, aber... Okay, Kommunikation schließen. Was tut's? Hä? Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Mein Gott, sei doch mal ein bisschen netter zu mir. Ich mach doch, was du sagst. Ich hab auch kein Problem damit. Weißt du, ich helfe dem hier total nett und so, alles schön. Und ich weiß nicht, der ist, geht mit mir um wie so ein... Ich meine, ich mach's doch gerne für die Assassinen.
La 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 la. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen, nur scheiß Kaffee. Okay. Ah, hurra, unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Hm, eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Beunruhigend, das. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Ja, okay, sie behandeln mich nett. Schön, das gefällt mir. Na dann, gehen wir mal zurück an die Arbeit. So. Oh ja, ich bin doch ein Assassine. Yay. Ich will. Aber schön wäre es, wenn ich natürlich im richtigen Leben auch einer wäre. Wenn das irgendwie dann doch noch rauskommen würde, oh, er ist ja vielleicht doch ein Assassine, weißt du wie? Mal schauen. Huch! Das ist also passiert. Meine Dateien. Na dann, zurück. In die Welt der Piraten. Getting rare. Oh. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen. Bestimmt. Caroline, komm weg da. Nicht überanstrengen. Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline. Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Frauen. Nichts gegen euch da draußen, aber... Nassau, Bahamas, Juli 1718. Versuchst du deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin dir sicher, ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich wohl hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Ray? Kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Oh. Wer schießt da? Vielleicht schießt er den Atemluft. Jesus. Was ist denn jetzt los? Was ist los? Was ist los? Hallo? Was passiert hier? What? Was ist das denn? Ist das unser Schiff? Bitte lass das da drüben unser Schiff sein. Das ist unser Schiff. Und was ist das? Nee, hä, wo ist die Mission? Hier ist die Mission. Ach du Scheiße. Das Wasser, King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Vergasenfuß! Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Ich dachte, unser Empfang würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich
bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Governor Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch hier. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen. Okay, die haben wir vernichtet. Das ist der Marktplatz. Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Ich gehe mal in den Wagen da rein. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cockram auch mit. Wir sollen nur verfolgen, wir sollen nicht töten. Nur verfolgen. Ausschwärmen, Männer, und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Wir sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Governor. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Moment, den hole ich mir hier. Ja, ja, ich versuche. Ah, komm schon, stopp! Stopp, 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 stopp! Ah! Warum sterben die auch so langsam, ey? Wusa! Ausschwärmen, Männer! Und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser! Nein, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Governor. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Okay, der ist weg. Nur kurz einen Umweg machen um die herum. Hier da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Okay, wir sind wieder da. Ist mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Okay, der ist weg. Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetzel und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Governor. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Governor! Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir weiter unserer Ernsthaftigkeit. Wait a minute! Mist, 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 Mist! Das war so klar, ey. Warum stehen denn hier überall Schützen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist unsere Insel. Warum stehen auf unserer Insel Schützen? Jetzt bin ich wieder hier. Gibt's das? Ei, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Governor. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie halten. Okay, der wäre erledigt. Jetzt will ich den ganzen Weg nochmal machen. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und schauen, wo hier überall Feinde stehen. Da zum Beispiel ist einer. Hier da, auseinander! Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg,
Bastarde! Ich dachte auch, kein von den Typen. Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Commodore! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Entscheidungen! Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Nicht sehen lassen. Nicht unbedingt ein neues Missionsziel. Ich muss...